Adventsstimmung, funkelnde Lichter und wärmende Heißgetränke. In wenigen Wochen beginnt die Weihnachtsmarktsaison. Und anders als im Vorjahr stehen die Chancen für winterliche Festivitäten wie hier auf dem Pernaer Canaletto-Markt gut. Wir sind völlig optimistisch. Die Verlautbarung auch von offizieller Seite, auch gerade jetzt heute von der sächsischen Landesregierung, zeigen, dass die Weihnachtsmärkte möglich sein werden. Das sehen zumindest die Pläne der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates vor, die ab dem 21. Oktober in Kraft treten soll. Auf Weihnachtsmärkten sollen demnach Ausnahmen von den bisherigen Regeln für Großveranstaltungen gelten. Wir planen nicht nur den Weihnachtsmarkt, sondern wir planen auch einen offenen Weihnachtsmarkt. Das heißt, es wird keine großen Beschränkungen geben. Wir brauchen zwar ein Hygienekonzept, aber im Moment ist es so, dass es weder 3G-Regeln, 2G-Regeln oder überhaupt solche Regeln gibt. Keine Maskenpflicht, keinen Zaun drumherum, keine Kontaktnachverfolgung. Das heißt, man setzt doch mehr auf Eigenverantwortung und das ist eine gute Voraussetzung für einen schönen Canaletto-Markt in Pirna. Auch nach einem Jahr Zwangspause soll der Canaletto-Markt auf liebgewonnenen und bewährten Traditionen beruhen. Die Eisenbahn wird wieder kommen. Ich glaube, es wäre auch dramatisch, wenn die nicht da wäre. Wir haben die Bühne. All das soll es wieder geben. Auch die Videoprojektion, da sind Neuerungen geplant. Ganz klar, da basteln wir gerade noch. Aber so insgesamt soll es halt dieser schöne Weihnachtsmarkt sein. Wahrscheinlich sogar der mit den meisten Händlern in der Geschichte des Canaletto-Marktes. Zumindest im Moment haben wir so viele Anmeldungen, dass wirklich jeder Fleck mit Abstand natürlich besetzt ist. Indoor-Veranstaltungen wie der Pernaer Kunstmarkt oder das Puppenspiel müssen hingegen ausfallen. Nichtsdestotrotz soll es anders als im Vorjahr keinen Plan B zum gewohnten Weihnachtsmarkttreiben unter freiem Himmel geben. Fakt ist, dass die Inzidenzen keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch die Krankenhausbelegung. Da gucken wir immer drauf und schauen, was da ist. Aber selbst da gibt es einen Stufenplan. Das heißt noch lange nicht, selbst wenn es kritisch wird, dass die Weihnachtsmärkte gar nicht mehr stattfinden können, sondern dann gibt es halt erstmal ein paar leichtere Maßnahmen, da muss man sehen. Stattfinden soll der Canaletto-Markt 2021 zwischen dem 23. November und dem 30. Dezember. Die Veranstalter warten jedoch mit einer weiteren Überraschung auf die Besucher. Es wird also das erste Mal Silvester auf dem Marktplatz in Pirna geben. Da wird der Canaletto-Markt zu einem wesentlichen Teil auch noch da sein. Das heißt, da geht ein bisschen länger, aber wahrscheinlich nicht ganz komplett. Da sind wir gerade in enger Abstimmung mit der Stadt und dem Oberbürgermeister, der da ganz tolle Ideen hat, weil Pirna feiert ja nächstes Jahr das Canaletto-Jahr. Und da wollen wir zünftig hineinkommen und gemeinsam uns auf dieses Jahr freuen. Und wie es sich für den Canaletto-Markt gehört, wird es auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtskind geben. Dieses wird Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke der Öffentlichkeit am 28. Oktober vorstellen.